Kein Champagner? Und was machen wir jetzt? Mein brillanter, sexy und atemberaubender Ehemann besorgt uns neuen. Das wäre ein wahrer Liebesdienst. Bin gleich wieder zurück. Hey, wie geht's denn so? Und dir, Superstar? Hast du heute die Spätschicht? Ja. Welcher kranke Mensch tut sowas? Es gibt schon verrückte Leute da draußen. Das kannst du laut sagen, Lauren.
Was verflucht. Was verflucht ist hier los? Hallo, wo bin ich hier? Wer bist du? Ich bin Paley der Clown. Oh, sei nicht schüchtern, Billy. Was? Nimm das! Ah, Das war wirklich nicht sehr nett! Bleib mir gefälligst vom Leib! Billy? Hast du etwa geraucht? Sag schon! Tödlich sein. Und es kann zu Waldbränden führen, wenn man nicht aufpasst. Wie heißt der Bär nochmal? Ah, Yogi. Ja, oder? Falsch. Ist auch egal. Es fällt mir noch ein. Hast du Folgendes gewusst? Was ist... Ich hasse diesen Trick. Ich hasse ihn so sehr. Verdammt! Ah, okay. Delfine haben keinen Geruchssinn. Hast du das gewusst? Nein. Es stimmt aber. Und ein Footballteam hat sich nach ihnen benannt. Wäre schön, wenn sich ein Footballteam nach mir benennen würde. Bist du etwa ein Fan? Habe ich dir kein Autogramm gegeben oder was ist hier los? Du meinst, dass du mich etwa nicht erkennst? Nein! Bist du sicher? Ja! Ich bin Paley der Clown! Das hast du schon gesagt. Aber jeder Mensch kennt Paley den Clown. Lass verflucht nochmal die Hände von mir! Ich verbitte mir jedes Fluch! Auf dieser Party, junger Mann. Soll ich dir noch was erzählen? Ah, wusstest du, dass Biber früher so groß waren wie Bären? Ich meine, das waren große Biber. Kelly, oh! Sie ruft dich an. Soll ich ihr sagen, dass du verhindert bist? Ha! Verhindert. Lustig. Oh, Kelly, oh. 50, 30, 8. Coral Canyon, also das ist nicht weit von hier. Das ist gleich am Ende der Straße. Wenn du Kelly auch nur ansiehst, dann werde ich dich verflucht nochmal umbringen. Verstanden? Ich werde dich umbringen.
Verdammt! Keine Schimpfwörter, Billy! Pass auf, was du sagst. Du willst sicher nicht, dass ich mein Stück Seife auspacke. Ne? Wieso nennst du mich Billy? Mein Name ist nicht Billy. Und weiter geht's. Warum tust du das? Was willst du von mir? Darf ich ganz ehrlich zu dir sein? Ja, bitte. Manchmal ist das, was man außen sieht, nicht das, was innen drin ist. Nimm mich zum Beispiel. Ich lächle die ganze Zeit. Aber innen drin bin ich eine verlorene Seele. Nun, ich muss jetzt los. Aber bitte, like mich und folge mir in den sozialen Medien. Ich bin Bailey der Clown. Ah, Smokey. Ich wusste, ich kenne den Namen. Verdammt. Hallo! Hallo! Hilfe! Ich bin hier! Ich bin im Keller! Oh Gott sei Dank! Er ist oben! Halt! Keine Bewegung! Hände zeigen! Ich kann mich nicht bewegen, ich bin gefesselt! Bitte, er ist oben! Er trägt ein Clownskostüm! Ich bin Craig Owen! Bitte! Okay. Ich werd mich nicht bewegen. Machen Sie aus. Machen Sie aus! Los! Was soll ich ausmachen? Die Lötlampe, Herrgott! Machen Sie sie aus! Ich... Gott, wie konnten Sie nur... Hören Sie mir zu. Sie haben den falschen Mann. Mein Name ist Craig Owen. Ich bin Musiker. Endlich haben wir Sie gefasst. 7 war also letzten Endes doch nicht Ihre Glückszahl. Detective! Er ist hier unten, ich hab ihn! Sie haben das Recht zu schweigen. Aber alles, was Sie sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Sollten Sie sich keinen leisten können, dann wird Ihnen einer vom Gericht gestellt. Bitte. Ich habe nichts Falsches getan. Was sagen Sie da? Ich habe nichts getan. Gib mir einen Grund, verdammter Bastard. In der Hölle gibt es einen besonderen Platz für Sie. Verdammt. Der Typ ist total verrückt geworden. Verdammt, was mache ich jetzt? Kelly, bitte. Verdammt. Kelly!
Bitte, Schatz, bitte hilf mir. Schatz, bitte, bitte. Hey, Schatz, ich bin's. Ich mache mir langsam Sorgen. Ruf mich bitte zurück. Bye. Wie geht's Ihnen, Bill? Machen Sie es nicht noch schwerer. Wir wissen, dass Sie es waren. Kelly Owen. Sie muss eine ziemlich geisteskranke Schlampe sein, wenn sie mit Typen wie Ihnen herumhängt. Wenn du ihr was antust, dann... Dann was? Was verdammt wirst du dann tun? Und jetzt erzählen Sie, wo Sie letzte Nacht waren, Billy Boy. Mein Name ist nicht Bill. Wo verflucht waren Sie? Ich war im Laden. Und dann wollte ich nach Hause fahren. Und was ist mit Allison Perry? Die haben Sie besucht, richtig? Nein, ich kenne Sie nicht. Ich. 7 Menschen sind gestorben. 7. Wir haben Allison Perry gefunden. Brutal geköpft. In Silver Lake. Aber das wussten Sie ja schon. Hör mir jetzt zu, du Arschloch! Du machst mich jetzt los! Mach mich los! Mach mich los! Bitte, mach mich einfach los. Ich werde niemandem was sagen. Das ist nie passiert. Niemals. Nie passiert? Warum sagen Sie das nicht gleich? Es ist nie passiert. Die Sache ist nur... Es ist passiert! Und jetzt gestehen Sie mir, dass Sie 7 Menschen getötet haben. Sagen Sie mir endlich, wo die anderen 6 Leichen sind. Das weiß ich nicht. Sagen Sie es mir! Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich frage mich, wie schwer es wohl sein mag, einen Zahn auszuschlagen. Halt die Klappe, ich muss mich hier konzentrieren. Du willst doch nicht, dass sich versehentlich ein Schuss löst, oder? Nein. Nein, 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 nein. Ha. Gar nicht so schwer, wie ich dachte. Ich hätte gedacht, dass Zahnschmelz um einiges härter ist. Ah, aber ich bin ja auch kein Zahnarzt. Nee. Sehen Sie nur! 2 für 1!
Das ist wohl heute mein Glückstag. Das Problem ist, dass Sie auf meinen sauberen Boden gespuckt haben. Los, kauen! Was? Kauen Sie die Scheißzähne. Schlucken Sie. Was? Tun Sie es, oder ich schlag die restlichen gottverdammten Zähne aus. Aufmachen. Ich will's sehen. Aber, Junge. War irgendwas merkwürdig? Nein. Hat er mit jemandem gesprochen? Nein, ich habe nichts gesehen, aber ich war sehr beschäftigt. Also nichts Auffälliges, ja? Nein, er hat bezahlt und das war's. Sag mal, Lauren, habt ihr draußen Überwachungskameras? Nein, nur hier drinnen. Okay, danke. Geld spielt keine Rolle. Wie viel willst du haben? Wie viel willst du haben? Diesmal werden sie sich nicht freikaufen können. Ein Clown, der den Leuten mit einer Lötlampe den Kopf abschneidet. Und ich hab gedacht, ich hätte schon alles gesehen. Also, wie soll die ganze Geschichte enden, Bill? Du bist Bill. Oh mein Gott. Du bist Bill. Oh verdammt. Gestehen Sie einfach die Morde. Sagen Sie uns, wo die anderen 6 Leichen sind und vielleicht bekommen Sie einen Deal. Lebenslänglich statt Todesstrafe. Ha? Was meinen Sie? Okay. Okay. Sie sind in einem Lagerraum. In Venice. Und das soll ich Ihnen glauben? Das ist die Wahrheit. Okay, und wie lautet die Adresse? Nein. Wenn du wissen willst, wo die Leichen sind, dann führe ich dich hin, okay? Sie sind eine sehr harte Nuss. Verdammt! Du Bastard. Du verfluchter Bastard. Also, wie ist die Adresse? Park Avenue. Venice ist ein Drecksloch. Es gibt keine Parks in Venice. Sagen Sie mir, wo die Leichen sind. Ich würde Ihrer Frau nämlich nur ungern einen Besuch abstatten. Sie hat nichts damit zu tun! Sie hat nichts damit zu tun! Er ist jetzt schon über 3 Stunden weg. Er war zwar im Laden, aber er ist nicht nach Hause gekommen. Und sein Auto steht immer noch beim Laden. 24 Stunden? So lange? Sie nehmen mich auf den Arm. Meinem Mann ist irgendwas zugestoßen. Es tut Ihnen leid? Es tut Ihnen leid? Das wird Ihnen auch noch leid tun. Sie sind zu nichts zu gebrauchen. Nein.
Was verflucht hast du ihr angetan? Ich schwör bei Gott, ich mach dich verflucht nochmal fertig. Ich mach dich fertig, du verdammtes Arschloch. Ich mach dich fertig. Gut gebrüllt, verfluchtet. Du warst so nah dran, Bruder. Hör mal zu, du Arschloch. Für wen hältst du dich, ha? Für wen hältst du dich? Dafür reiß ich dir deinen scheiß Kopf ab. Du gehörst jetzt mir, kapiert? Du gehörst jetzt mir. Auf diesen Tag habe ich lang gewartet. Die Wache hat mir gesagt, dass du kommst. Willkommen im San Quentin. Fick dich. Ich erkläre dir jetzt mal die Regel. Du wirst 22 Stunden am Tag in deiner winzigen Zelle verbringen. Keine Privatsphäre. Und es ist egal, ob du dich in der Dusche bückst. Denn irgendwann wirst du sowieso gefickt. Du organisierst deine eigene Zahnbürste und Zahnpasta. Der Staat versorgt dich mit einem kleinen grünen Stück Seife. Es kratzt zwar ziemlich, aber man gewöhnt sich dran. Du darfst niemandem vertrauen, denn dein bester Freund heute kann schon morgen dein größter Feind sein. Aber man bekommt so ziemlich alles hier drin. Drogen, Zigaretten, gutes Essen. Solange du zahlst. Hierfür habe ich ganz schön viel hingeblättert. Was hältst du davon? Funktioniert gut. Okay. Komm her. Was hast du vor? Wenn du mich losmachst, dann bringe ich uns beide hier raus. Ja? Ich kenne einen Typen hier drin. Wo? Wenn wir hier raus sind, dann kann ich dir alles besorgen. Alles, was du willst. Ha! Wie ist dein Name? Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Und du hast meine Schwester gekannt. Nein. Mary Beth? Ich kenne keine Mary Beth. Heute ist ihr Geburtstag. Ich erinnere mich noch an ihren 17. Geburtstag. Wir lebten in dieser kleinen Wohnung in Bakersfield. Und der Freund meiner Mutter kam vorbei und sie fing an zu streiten. Und er hat sie bewusstlos geschlagen. Wir sind ins Schlafzimmer gelaufen. Mary Beth und ich. Wir haben die Tür abgesperrt und sie hat sich die Augen ausgeheult. Er hat die Tür eingetreten und ich habe ihn geschlagen, okay? Aber ich war 7, Mann, ich war 7. Was konnte ich schon tun? Er hat mich gegen die Wand gestoßen und er fesselte meine Hände und Füße. Dem Telefonkabel. Ich weiß noch, dass Mary Beth diese regenbogenfarbene Unterwäsche getragen hat. Er legte seine Hände um ihren kleinen Hals und er vergewaltigte sie. Ich habe geschrien und geschrien. Und als er fertig war, ist er aufgestanden und zu mir gekommen. Er hat dieses Kreuz mit einem Messer an meinen Arm geritzt. Und er sagte, Jesus ist für deine Sünden gestorben. Und dann ist er einfach weggegangen. Einige Jahre später habe ich es tätowieren lassen, damit ich es niemals vergesse. Vor ein paar Jahren habe ich ihn wiedergesehen. Er weilt nicht mehr unter uns. Mary Beth war danach nicht mehr dieselbe. Sie hat sich mit Drogen kaputt gemacht. Aber sie hat mich jede Woche hier drin besucht und mir frisch gebackene Kekse mitgebracht. Das war immer mein Lieblingstag. Aber vor einem Monat da haben sie sie gefunden. Sie ist jetzt an einem besseren Ort. Sie ist mein Engel. Und ich würde alles, einfach alles, für meine Schwester tun. Hör zu. Ich kann mir nicht annähernd vorstellen, was du und deine Schwester erlebt haben. Meine Frau war in einer Pflegefamilie. Es war schrecklich. Sie war in einer dieser Familien, die es nur wegen des Geldes machen. Sie haben sie in einen Schrank gesperrt
Und wenn Sie abends ausgegangen und zurückgekommen sind, ist Ihre Pflegemutter betrunken eingeschlafen. Der Pflegevater hat sie dann vergewaltigt. Sie hat immer noch Albträume davon, wie sie den Klang seines sich öffnenden Gürtels hört, wenn er zu ihrem Zimmer geht. Du verfluchter Lügner! Wag es nicht zu lügen! Wag es nicht zu lügen! Nein, das stimmt. Du bist ein Lügner! Nein, ich lüge nicht! Das nimmst du zurück, und zwar sofort! Okay, ich nehm's zurück. Ich nehme es zurück. Du meinst wohl, du kannst mich verarschen? Was tust du da? Nein. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Bitte nicht. Nicht meine linke Hand. Bitte nicht meine linke Warum Hand. Hast du nicht das meine getan? Linke Hand. Sei still. Verdammt. Warum hast du das getan? Bitte, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du verdammtes Arschloch. Du verfluchtes Arschloch! Der hier war nur zum Üben. Verdammt, was hast du angerichtet? Die Wachen kommen! Na toll, sie kommen. Aber ich bin noch nicht fertig mit dir, mein Freund. Nein, ich komme wieder zurück. Wir werden uns wiedersehen. Dreckskerl. Ich wusste nicht, wen ich sonst anrufen soll. Kelly, wir sind beste Freundinnen. Dafür bin ich da. Danke. Hattet ihr einen Streit oder sowas? Nein. Ehrlich gesagt hatten wir davor richtig guten Sex. Oh. Du weißt doch, er geht immer an sein Handy. Vielleicht ist der Akku leer und er hat jemanden getroffen. Er würde sich trotzdem melden. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Du meine Güte. Das sind solche Barbaren. Oh mein Gott. Wer hat Ihnen das angetan? Zeigen Sie mal. Das haben wir gleich. Alles wird gut, tut mir leid. Bill? Haben Sie Allergien gegen irgendwas? Die Werte sehen gut aus, also scheint Ihnen nicht zu fehlen. Hören Sie zu, Bill. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Sie müssen ganz ruhig bleiben, damit ich Ihre Wunde versorgen und die Blutung stoppen kann. Oh, da haben wir es ja. Oh mein Gott. Eigentlich könnte ich Ihnen den wieder annähen, aber sehen Sie diesen grauen Farbton am Rand? Das Gewebe ist abgestorben. Aber er ist nicht grau. Doc, er ist nicht grau. Doc, er ist nicht grau. Sie können ihn wieder annähen. Sie können ihn wieder annähen, bitte. Sie das können. Das wird ein bisschen wehtun. Ganz ruhig. Ich muss ihn abziehen. Das wäre geschafft. Bitte nicht, das ist mein Ehering. Für die Zukunft merken Sie sich Folgendes. Sowas wie diesen abgetrennten Finger legen Sie in ein Glas Milch oder einen Beutel Eis. Das erhöht die Chance um einiges, dass er später wieder angenäht werden kann. In den meisten Fällen verläuft die Operation erfolgreich. Vielleicht erinnern Sie sich noch, vor einigen Jahren wurde einem armen Kerl der Penis abgeschnitten. Er legte ihn sofort in ein Glas Milch, er wurde wieder angenäht und danach hat er einen Porno gedreht. Stillhalten, Bill. Oh, ich weiß, dass das ziemlich brennt, aber da müssen wir jetzt durch. Stopp! Die Wunde kann sich trotzdem noch infizieren. Machen wir weiter. Alles wird gut. Bereit? Doc, bitte. Ich muss sofort in ein Krankenhaus. Ein Krankenhaus? Bitte. Wegen sowas müssen Sie doch nicht ins Krankenhaus. Das können Sie doch nicht machen. Bitte, ich muss in ein Krankenhaus. Bitte bringen Sie mich in ein Krankenhaus. Interessant, dass Sie das Krankenhaus gerade jetzt erwähnen. Als ich klein war,
Da sind wir wegen jeder Kleinigkeit sofort in die Notaufnahme gefahren. Ich erinnere mich noch an einen Vorfall. Ein junger Mann hatte seinen Fuß bei einem Rasenmäherunfall verloren, als er einen Hügel mähen wollte. Nasses Gras, er ist ausgerutscht, sein Fuß kam in den Meer und wurde abgeschnitten. Und als er in die Notaufnahme gekommen ist, hatte er seinen Stumpf in ein grünes Handtuch gewickelt. Er hat es mit Klebeband befestigt, damit es nicht abrutscht. Und was lernen wir daraus? Sei vorsichtig, wenn du dein Gras mähst. Das ist schon seltsam. Seitdem habe ich meine Mama nicht mehr gesehen. Ich war 12. Und als wir gewartet haben, ist sie verschwunden, um ein paar Schmerzmittel zu stehlen. Sie wurde verhaftet und meine Schwester und ich kamen in eine Pflegefamilie. Wir wurden schließlich von zwei verschiedenen Pflegefamilien adoptiert. Wir wurden getrennt. Ja, und dann, was auch immer. Man darf sich nicht von der Vergangenheit definieren lassen. Bitte, Doc. Sie haben einen Eid geschworen. Sie haben geschworen, Menschen zu helfen. Sie können sich das jetzt vielleicht nicht vorstellen, aber in 6 Monaten werden Sie die Finger nicht mehr vermissen. Ich bin ein Gitarrist, du krankes Arschloch. Oh, das muss hart für Sie sein. Hier etwas Aufmunterndes. Kennen Sie noch Jerry Garcia? Sie wissen schon, nach ihm wurde diese Eiscreme benannt. Also, ihm haben 2 Drittel seines Mittelfingers gefehlt. Und er hat trotzdem so viel erreicht. Na bitte, bald haben wir es geschafft. Noch einen Stich, dann ist es vorbei. Das ist gut, das ist sehr gut. Na schön, jetzt muss ich es durchschneiden. Und jetzt ist die Hand so gut wie neu. Ich spreche mit den Gefängniskrankenschwestern. Die sollen das versorgen. Die sollen das einmal am Tag wechseln, aber Sie müssen es sauber halten, Bill, okay? Halten Sie die Hand möglichst über dem Herzen. Fick dich! Sie sind noch etwas aufgebracht. Das gehört noch mir. Das ist meine Karte. Und wenn Sie hier wieder rauskommen, dann rufen Sie mich bitte an und ich lade Sie zum Mittagessen ein. Damit Sie wieder auf den rechten Weg kommen. Na dann, Bill. Ich muss sofort ins Krankenhaus. Ins Krankenhaus. Ins Krankenhaus. Bill, ins Krankenhaus. Denken Sie dran. Halten Sie die Hand immer schön über dem Herzen, okay? Bis dann. Okay, ganz ruhig. Scheiße. Verdammt. Glaubst du, er hatte einen Rückfall oder so? Nein. Was ist? Er hat definitiv eine Affäre. Bist du sicher? Ja. Woher weißt du das? Eine Frau weiß sowas. Weißt du mit wem? Nein. Aber vielleicht ist er bei ihr. Das glaube ich einfach nicht. Gott. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er dich betrügt. Ja. Ich verstehe Sie. Aber es ist nun mal ein Ferrari, wissen Sie, und das ist nur ein kleiner Kratzer. Wissen Sie, es ist keine große Sache. Und ich verstehe nicht, warum das so lange dauert. Ja, das weiß ich. Aber ich brauche ihn bis zum Wochenende. Ich fahre nämlich zu meinem Ferienhaus. Haben Sie verstanden? Gut. Okay. Okay. Aha. Hören Sie, ich muss los. Okay. Bis dann. Bye. Tut mir leid. Wie geht es Ihnen, Bella? Einfach großartig.
Ich war heute den ganzen Nachmittag lang im Büro der Gouverneurin. Draußen hat sich eine Meute versammelt, die sie retten will. Sie singen Bill, Bill, Bill. Es ist wunderbar. Aber es gibt auch schlechte Nachrichten. Ich habe alles getan, was ich konnte. Ich habe alles im Rahmen der Gesetze ausgelotet. Es ist die Gouverneurin. Sie weigert sich, die Aussetzung zu unterzeichnen. Nur weil bald Wahlen sind. Wahrscheinlich muss ich Ihnen das nicht erklären, aber Sie haben nicht mehr viel Zeit. Sie kommen um 6 Uhr morgens dran. Wollten Sie nicht auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren und mich so rausholen? Sie haben entschieden, dass Sie zurechnungsfähig gewesen sind. Aber ich bin wahnsinnig. Ich bin total wahnsinnig. Das sehen die aber anders. Und was denken Sie? Ich? Also, nun ja, es liegt nicht an mir, das zu entscheiden. Wissen Sie was? Das macht mich einfach so wütend. Wir leben in einer modernen Gesellschaft und dennoch folgen wir diesem absolut antiquierten Auge-um-Auge-System. Wir sollten die Menschen doch lieber rehabilitieren. Hören Sie, ich muss denen sagen, was Sie als Henkersmahlzeit wollen. Bill, hör mir zu. Ich hatte eine sehr schwierige Kindheit. Und meine Eltern waren sehr streng und zugleich sehr gefühlskalt. Ich war ein armer Schüler. Ich hatte nicht sehr viele Freunde und ich hätte die Schule fast nicht geschafft. Ich hatte einen Lehrer, der sich um mich gekümmert hat. Er zeigte mir ein paar Akkorde auf der Gitarre. Und ich fand einen besonderen Trost in der Musik. Sie gab allem wieder einen Sinn. Ein paar Kumpels und ich gründeten eine Band und wir spielten auf einigen Konzerten und auf uns kam ein großer Produzent und eine Plattenfirma zu. Das ging alles so verdammt schnell. Ich konnte kaum nachdenken. Ich habe es genossen, dass ich von meinen Fans bewundert wurde. Und nach einigen Jahren hat sich mein Geschmack verändert. Mir fiel das Komponieren immer schwerer. Wir machten weiter, aber es war nicht mehr wie davor. Alles, was ich je kannte, zerbricht nach und nach. Ich weiß jetzt, dass ich nicht mal weiß, wer ich bin, weil ich mir nie Zeit genommen habe, das herauszufinden. Ich taste mich durch den Nebel und hoffe, dass ich hier und da ein Stück vom Glück abbekomme. Ich weiß, wie es ist, verloren zu sein, Bill. Das weiß ich. Ich verstehe dich. Ich weiß, wie du dich fühlst. Wir haben beide sehr schlimme Dinge erlebt. Es tut mir sehr leid. Bitte, Bill. Ich bin nicht perfekt, aber ich bin ein guter Mensch. Bitte. Du musst das nicht tun. Bitte, Bill, ich bin ein Mensch. Bitte. Bitte tu mir das nicht an. Bitte nicht. Also, was halten Sie von einem Cheeseburger? Ich will einen 20 Pfund schweren Truthahn. Machen Sie es etwas schlichter.
Pizza oder Cheeseburger? Es ist meine letzte Mahlzeit. Darf ich sie mir da nicht selbst aussuchen? Pizza oder Cheeseburger? Pizza. Und zwar knusprig. Eine sehr gute Wahl. Ich hätte sie auch gewählt. Es geht nichts über eine gute Pizza. Bill, ich möchte Ihnen keine falschen Hoffnungen machen. Aber es gibt da immer eine kleine Chance, dass die Gouverneurin ihre Meinung ändert, okay? Es passiert selten. Aber es passiert. Hat er dich früher schon mal betrogen? Nicht mehr seit unserer Hochzeit. Nicht, dass ich wüsste, jedenfalls. Ich frag mich, ob er die Schlampe bloß fickt oder ob er sie wirklich liebt. Und was hast du vor? Tja, was glaubst du denn? Ich werde sie mit meinem Auto überfahren. Was würdest du denn tun? Du bist eine tolle Frau. Das hast du nicht verdient. Verlasse ihn. Ich glaube, ich ziehe einen tödlichen Autounfall vor. Sieh dich nur an, mein Sohn. Ich wollte heute eigentlich gar nicht vorbeikommen. Ich habe immer gedacht, dass du mehr auf dem Kasten hast, weil du mein Junge warst. Aber ich bin immer noch dein Junge, Dad. Dad, du musst mir dabei helfen, hier rauszukommen. Was? Das dürfte etwas schwierig werden mit dieser Scheibe zwischen uns und den Wachen hier. Wie konntest du sowas tun? Du bist eine Schande für uns. Du solltest dich schämen. Dad, du bist der einzige Grund, warum ich so bin, wie ich bin. Ich bin nicht an dieser verfluchten Scheiße schuld. Jeder Mensch ist für seine Taten verantwortlich. Ach, wirklich? Und ob. Du wusstest ganz genau, was das für Konsequenzen nach sich zieht. Habe ich dir auf irgendeine Weise Unrecht getan, als ich 4 war? War's das? Musstest du mich und meine drogensüchtige Mutter zurücklassen? Deine Mutter war eine durchgeknallte Hure, so viel steht fest. Hast du davon gehört, dass Mary Beth vergewaltigt wurde? Nachdem er Mom niedergeschlagen hatte, ist ihr Freund in unser Zimmer gekommen. Er hat mich mit einem Kabel gefesselt und dann hat er Mary Beth vergewaltigt. Sie trug diese regenbogenfarbene Unterwäsche, die ich ihr geschenkt habe. Das arme kleine Mädchen. Dieser arme, süße Engel. Lassen, dass sie vergewaltigt wird und hast nichts dagegen unternommen, du gottverdammtes Arschloch! Bitte, ich war es nicht.
Dad. Du bist durchgekommen. Hier ist keine Glasscheibe. Dad, du musst mir helfen. Nun, dann mache ich mich wohl mal wieder auf die Socken. Dad, bitte nicht. Dad. Du musst mir helfen, Dad, bitte. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Nein, Dad, bitte nicht. Dad! Dad, warte! Bitte, Dad, komm zurück! Dad! Verdammt! Verdammt, 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 verdammte Scheiße! Nochmal! Ich weiß, dass ich zum dritten Mal anrufe. Können Sie bitte noch einmal nachsehen? Ja, sein Name ist Craig Owen. Und unter diesen Namen wurde niemand eingeliefert. Okay. Vielen Dank. Hi, Mom. Das kann alles nicht wahr sein. Wie konnte das nur passieren, mein süßer Billy? Mein Junge. Ich liebe dich, Mom. Geht es dir gut? Brauchst du irgendwas? Ich habe ein bisschen Geld dabei. Ich kann es dir hier lassen. Ich kann es dir in dein Buch stecken und du bekommst dafür einen Snack oder eine Limo oder sowas, also bevor. Danke, Mom. Das würde mich freuen. Hast du ein Wasser dabei? Nein. Sieh mal. Ich trage es bei mir. Weißt du noch? Weißt du noch, wie du das gemalt hast? Du warst 5. Ja. Wie schön. Das sind ich, du und Mary Beth. Durch das Bild bist du ganz nah bei mir. Oh mein Gott, warst du süß. Schatz, darf ich hier drin rauchen? Sicher, Mom. Gott sei Dank, ich versuche zwar aufzuhören, aber wegen allem, was passiert ist. Es war ein mieser Monat, weißt du. Es war ein bisschen viel. Einfach zu viel. Darf ich auch eine haben? Weißt du, alles, was ich je getan habe, war für dich und deine Schwester. Das weißt du, oder? Ja, Mom. Das weiß ich wirklich.
Weißt du, ich wollte ein neues Leben für uns aufbauen. Ich habe gedacht, wenn wir aus der Stadt rauskommen und zusammen nach Bakersfield ziehen, zu Onkel Ted, dann hätte ich einen Job, könnte etwas Geld sparen und uns ein kleines Haus kaufen. Wäre das nicht toll gewesen? Ja, das wäre es. Ich habe versucht, dich wieder zu mir zu holen, als sie dich mir weggenommen haben. Ich weiß, du hast immer dein Bestes gegeben. Ich vergebe dir, Mom. Von Herzen. Danke, Schatz. Ich muss jetzt los. Aber, Mom, wir haben noch Zeit. Ich muss jetzt los. Oh, Schatz, ich gebe das dem Wärter, damit er es dir dann später geben kann. Für die... Du weißt schon, für die... So gerne ein letztes Mal umarmen, mein Schatz. Aber das darfst du, Mom. Also umarme mich nochmal. Bitte, ich habe dich so sehr vermisst. Komm näher. Mama, bitte. Du musst mir helfen, bitte. Du musst mir helfen, hier rauszukommen. Bitte, Mama. Sie behandeln mich hier drin wie den letzten Dreck und tun mir sehr weh. Mama, bitte. Bitte. Bitte hilf mir, Mama. Ich muss los. Ich bete für dich, mein Junge. Du darfst nicht aufgeben, mein kleiner Schatz. Bald wirst du an einem besseren Ort sein. Ist gut. Danke, Mom. Ich danke dir. Leb wohl, mein Schatz. Das sieht ihm nicht ähnlich. Ich meine, du kennst ihn zwar besser als ich, aber es würde einfach nicht zu ihm passen. Rufen wir ihn doch von deinem Handy aus an. Vielleicht geht er dann ja ran. Ja, klar, okay. Warum hast du die Nummer meines Mannes in deinem Handy abgespeichert? Kelly, wir sind doch Freunde. Ja, ich weiß. Trotzdem ist es seltsam. Ich kann die Nummer auch wieder löschen, wenn es dir lieber ist. Schon gut.
Mund zu! Was? Mund zu! Warum? Ich werde nicht schreien. Was soll das? Oh, mein Stock war im Weg. Verflucht. Wo bleibt die Pizza? In der Highschool war ich Pizzafahrer. Es lief gut. Ich habe viel Trinkgeld und viele Pizzas umsonst bekommen. Einmal hat mir eine Dame geöffnet und mich reingebeten. Sie war nicht heiß oder so, aber in der Highschool ist das nicht wichtig. Ist mir immer noch egal. Warum kriegen die ihren verdammten Arsch nicht hoch? Na, endlich. Jetzt hör mal zu. Wenn dein Schwanz an dir dranbleiben soll, dann bleibt das Klebeband auf deinem Mund, bis ich wiederkomme. Kapiert? Gut. Hey, das macht 1944. Geben Sie gar kein Trinkgeld? Meine Frau und ich, wir spielen gerne Rollenspiele. Wollen Sie mitmachen? Danke, aber nein, danke. Warum kriege ich immer die Freaks? Was zur Hölle, du Arschloch? Dachte, du willst ein Bier. Ich hab noch ein paar in meinem Truck. Wenn ich du wäre, würde ich mein Geschenk annehmen. Verdammte Hunde, du kannst nicht mehr. Wie war das? Gut. Scharfe Salami, das ist der beliebteste Pizzabelag. Nur zur Information. Die Kruste ist aber nicht knusprig. Ist schon. Ich will nur meinen Job erledigen und dann nach Hause. Von dem Vorfall mit deinen Fingern gehört. Ich sag dir was, wenn man dich angreift, werde ich wegschauen. Und wenn du wegschauen solltest, dann bringe ich dich um.
Hat der Doc dich zusammengefleckt? So könnte man es sagen. Er ist gut. Er ist ein Barbar. Gut, ich gehe jetzt besser. Das war's? Ja. Das ist ein interessantes Tattoo. Was bedeutet es? Das Sternzeichen. Zwillinge. Bianca, wo warst du am Donnerstagabend? Was? Donnerstagabend, wo warst du da? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich war unterwegs. Mit wem? Danielle. Warum? Bin nur neugierig.
Mein Sohn, ich bin Pater Fitzgerald. Ich stehe bei dir. Wenn du reden willst, können wir reden. Über alles, was du willst. Gott, Football, Politik. Vielleicht willst du beichten. Vergeben Sie mir, Pater, denn ich habe gesündigt. Es ist... Es ist schon eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal gebeichtet habe. Ich habe mich der folgenden Sünden schuldig gemacht. Ich habe 7 Menschen getötet. Ich habe sie unvorstellbar grausam gefoltert. War das Motiv sexuell, mein Sohn? War es? Habe ich recht? Für diese Sünden und alle Sünden aus meinem bisherigen Leben bitte ich um Vergebung und Buße von Ihnen, Pater. Bereust du deine Sünden? Soll dir vergeben werden? Ja. Auch dir kann vergeben werden. Das kann es wirklich. Du bist ein guter Mensch, Bill. Du hattest nur sehr viel Pech im Leben. Ich verstehe dich, Bill. Bitte. Du kannst es beenden. Mach mich einfach los. Lass mich frei. Ich werde dir helfen. Du kannst die Beichte ablegen. Und deine Sünden werden dir vergeben. Befreie dich ein für alle Mal aus den Krallen des Teufels. Ich weiß, dass du das nicht tun willst. Ich weiß, dass du mich verstanden hast, Bill. Manchmal ist das hart. Mein Beruf. Er berührt mich oft. Es tut mir leid. Möchtest du die Kommunion empfangen? Ja. Der Leib Christi, das Brot des Himmels. Das Blut Christi, die Schale der Erlösung. Möge der Leib und das Blut unseres Herrn Jesus Christus dich zur ewigen Erlösung führen. Fick dich. Fick dich und dein Gott. Du verdammter Bastard. Du
Beschissenes Arschloch. Ich vergebe dir, mein Sohn. Bill. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Im Himmel sowie auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Schone mich, bitte. Ich möchte mich von meiner Familie verabschieden. Ich möchte Ihnen eine Botschaft hinterlassen. Bitte, Bill! Bitte, Bill! Lass mich von Ihnen verabschieden. Bitte, Bill. Bitte. Bitte. Mama, ich liebe dich, Mama. Mama, ich liebe dich und es tut mir leid. Und Kelly, ich liebe dich, Schatz, und es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Schatz. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Nein, warte, warte! Bitte nicht! Nein, tu das nicht! Nein, tu das nicht! Tu das nicht! Du willst das nicht tun! Ich weiß, dass du das nicht tun willst! Nein, Bill! Bitte nicht! Nein! Bitte nicht! Nein! Nein, verdammt, nein! Nein! Nein, Bill! Bitte tu das nicht, Bill! Nein, tu das nicht, Bill! Nein! Nein! Nein, tu das nicht! Nein! Nein, bitte! Bitte, ich tue alles, was du von mir verlangst! Nein! Bitte nicht, Bill! Nein! Nein!
Seit er zum Laden gefahren ist, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Er geht auch nicht an sein Handy. Ich habe die Polizei angerufen, aber die können erst nach 24 Stunden ermitteln. Warte mal, da steht ein Polizist vor meiner Tür. Ich rufe wieder an. Und? Erledigt. Sei bitte so lieb und nimm den Müll mit, wenn du gehst. So jemanden wie dich findet man nur selten. Danke für die Kekse. Gerne. Und, was gibt's Neues bei dir? Oh, eigentlich nichts. Ja. Wie läuft's mit der Schauspielerei? Ja, also... Gut. Hast du von diesem Zwillingskiller gehört? Ja, das habe ich, ja. Wie fühlt es sich an? Was? Naja, jemanden mit einer Lötlampe zu köpfen. Kelly, was redest du denn da? Komm schon, den Opfern wurde das Zwillingszeichen eingeritzt und ihre Köpfe waren in ein grünes Handtuch eingewickelt. Mein Zwillingsbruder ist ein Serienkiller. Wer kann das schon von sich behaupten? Keine Angst, ich bin's und ich werde es niemandem erzählen. Aber du sollst etwas für mich erledigen, okay? Was? Du sollst meinen Ehemann umbringen. Warum sollte ich das tun? Weil er meine beste Freundin vögelt. Lass dich einfach scheiden. Ehevertrag. Okay. Danach kannst du dir wieder Zufallsopfer aussuchen. Sie sind nicht zufällig. Du musst es für mich tun, Billy. Okay? Für mich. Hey. Values need.
can't see your way to me. You can drop a line and visit for a while. There's no